Enden. Es kommt jetzt die Spitzengruppe und die hat noch 22 Runden zurückzulegen von den ursprünglichen 28. So, die 132 Mittelleistrennen beenden. Vorne fährt das Kastenfahrzeug von der Firma Mulfinger GmbH an der Spitze mit Jan Schlichtenmeier. Das ist der Fahrer oder das Auto, das die Pace hier macht. Aber jetzt haben wir einen Donaueschinger, die 129. Und das ist Philipp Petzold aus Ottenbach. Da bin ich jetzt ja, fast etwas überrascht. Getan. Das Feld selektiert sich erstmal. Man muss eine gute Position erarbeiten, die versuchen, sich von der aufzuhalten. Auch in den Lücken, die hoffentlich nicht passieren sollen, aus dem Wege zu gehen. Und in der Spitzenreihe müssen wir nach wie vor vorne die 129 sind. Den neuen Rekord hinten das große Feld, das natürlich Mühe hat, um die Kurve zu kommen. Als Solist ist man da natürlich gegen den Vorteil. Oh, Philipp, gib ihm. Klasse! So, danke! Super! Klasse! Ich glaube, es war weiter, super! So, und auch die vorletzte Runde für das große Hauptfeld. Da ist dann wieder hinter der Südmann. Echt? Für die Männer hier an der Spitze, für die Verfolger, jetzt heißt es offener Schlagabtausch im Finale. Max Melk, er zieht hier, er ist stark, er weiß, er muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Und David Bertram, der bärenstarke Athlet an zweiter Position. Max Melk, der muss jetzt durchziehen. Auch die übrigen Fahrer, die 47 versucht da nochmal an diese Spitzengruppe heranzufahren.
und letzte Runde auch für die übrigen Mitstreiter. Rothaus auch eher mit in vorderster Front zu sehen, aber jetzt konzentriert man sich natürlich auf das alles Entscheidende hier in der Spitze. Und er hat sich im vergangenen Jahr in Wendelsheim mit einem Sieg in die Saison 2012 verabschiedet, die Saison 2011 damals abgeschlossen, und da kommt er jetzt ganz souverän mit einem Auftaktsieg in 2012, beginnt er diese Saison. Also Gratulation Max Merck, da ist er mit einer Energieleistung, hat er dieses Rennen nochmal für sich entschieden. Super, Max. Und damit ein Ausrufezeichen gesetzt, aber wir schauen jetzt, wer holt die Platz Nummer 2, wer liegt da vorne? 53, 96, und das ist wieder das Rothaus-Trikot auf Platz 3, aber zunächst mal Simon Gegenheimer auf Platz 2 vom Bike und Riders Club Remfingen und Manuel Oeschger auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch! Also, Merck vor Gegenheimer und Oeschger, das sind die drei Besten hier im Wettbewerb. Und die haben ein ganz tolles Finale geliefert. Allen voran natürlich Max Merck, der zum richtigen Zeitpunkt Kraft seiner Routine angegriffen hat. Den Manuel Oeschger, der Simon war Zeit. Manuel Oeschger vom Team Rothaus, herzlichen Glückwunsch auf Platz 3. Und so sehen die jungen, aufstrebenden Männer aus, die wir zu bieten haben. Alles am toll trainiert. Und das gleiche Trikot kommt dann nachher nochmal, aber mittendrin, da rufen wir unseren Simon Gegenheimer auf Platz 2 zu uns aufs Treppchen. Er ist einer, der auf der Straße, aber auch insbesondere als Mountainbiker beim Cross Country etc. Und er führt für das Bike Riders Team Remchingen. Und heute hat gewonnen nach seinem Finalsieg im letzten Jahr 2011. Das letzte Rennen war ja in Wendelsheim. Da hat sich der Max Merck bei der Juniorenklasse mit einem Sieg verabschiedet. Und ich weiß nicht, ich frage dich gleich, Max, ob das dein heutiges erstes Rennen ist. Aber du bist Tagessieger, darfst aufs Treppchen. Max Merck, Team Rothaus, herzlichen Glückwunsch. Und damit ein Sieger, ja, der im Teamtrikot von Rothaus fährt für die Bundesligamannschaft dieses Jahr in den Start geht. Darüber freuen wir uns. Und er ist ja ein echter Stuttgarter, damit Nachfolger von Christopher Muche, ebenfalls einem Stuttgarter, der vergangenes Jahr hier gewonnen hat. Und das sind die drei Besten, die jetzt die Blumen bekommen. Rote Rosen aus dieser Rosenstadt, Backlang, Waldrems heute, Tulpenstadt, nicht die Rosenstadt, das ist, glaube ich, Amsterdam, aber da hat man das Beste, das Feinste ausgepackt, rote Rosen. Ich hoffe, dass ihr drei eine hervorragende Verwendung für diese tollen Blumen habt. Herzlichen Glückwunsch!